Hallo, hier ist Muho aus Osaka dieses Mal. Ich will weitermachen mit der Übersetzung von Pinetree und ich, einem kleinen Büchlein von Nagai Hitoshi. Ich werde drei Gespräche hochladen. Zunächst die letzten beiden Gespräche aus dem zweiten Teil. Das erste davon heißt, was man tun kann, wenn man nicht einschlafen kann. Also eine sehr praktische Frage. Und dann ein ganz anderes Thema, was bedeutet links und rechts im politischen Sinn? Ebenfalls eine interessante Frage, auf die Pinetree auf seine Art und Weise antwortet, was ich persönlich immer verwirrend finde, wenn man von links und rechts spricht, ist, dass sich das ja eigentlich das politische Spektrum überhaupt nicht so eindimensional aufgliedern lässt. Platt gesagt könnte man ja sagen, dass die Linken diejenigen sind, die vor allem Gleichheit durchsetzen wollen. Die wollen, dass möglichst alle gleichberechtigt sind. Während die Rechten, denen geht es wahrscheinlich weniger um Gleichheit als um Stabilität der Gesellschaft, Sicherheit, Ordnung, Gesetz. Dann gibt es aber noch diejenigen, denen die Freiheit wichtiger als alles andere ist. Also wenn die zu wählen hätten zwischen Sicherheit und Gleichheit und Freiheit, dann würden die sagen, im Notfall, ich kann pfeifen auf die Sicherheit und ich kann auch pfeifen auf die Gleichheit. Mir ist die Freiheit das Wichtigste. Sind die jetzt links oder sind die rechts? Ich würde sagen, weder noch, obwohl sie sich mal zu den Linken tun und sagen, ja, wir wollen Gleichheit und Freiheit für alle. Jeder soll selbst bestimmen dürfen, wie er lebt. Wenn es zum Beispiel darum geht, um Gender. Ob man letztlich selbst das letzte Wort haben soll, ob man ein Mann ist oder eine Frau, dann würden die, die hier auf Freiheit des Einzelnen, des Individuums pochen, wahrscheinlich eher dem linken Spektrum zugerechnet werden. Dasselbe gilt zum Beispiel bei der Abtreibung in der Regel. Wer sagt, das soll jede Frau selbst bestimmen, ob sie das Kind haben will oder nicht, der würde wahrscheinlich eher dem linken Spektrum zugerechnet werden. Interessanterweise dann aber, wenn es um Wirtschaftsfragen geht, dann gehören plötzlich denen, denen Freiheit wichtig ist, Deregulation, Senkung der Steuern und so weiter, kleiner Staat. Die gehören dann plötzlich zum rechten Spektrum. Und aus einem Grund, den ich überhaupt nicht verstehe, lassen sich die meisten da relativ, wie sagt man, problemlos einordnen, dass die einen sagen, ja, wir sind für soziale Freiheit. Aber ökonomisch, da brauchen wir eine gewisse Kontrolle, also die Linken sozusagen. Und dann gibt es die, die sagen, ja nee, was soziale Werte angeht, da bin ich eher konservativ, aber dafür bin ich für freie Wirtschaft. Und der Staat, der soll dem Kapitalismus nicht zu viel reinreden. Warum gibt es keine, die sowohl sozial-liberal als auch wirtschaftlich libertär sind?
Oder gibt es wahrscheinlich auch, aber eben nur sehr selten. Eigentlich interessant. Eigentlich interessant, dass diese eindimensionale Unterscheidung zwischen den Linken und Rechten jetzt schon seit der Französischen Revolution jetzt durchgehalten hat und dass sich mehr oder weniger problemlos die Parteien da so einordnen ließen, obwohl man doch eigentlich sehr viel mehr Dimensionen brauchen müsste, ne? Ob sich jetzt jemand für ökologische Fragen interessiert, ist ja auch wieder eine ganz andere Dimension, die eigentlich nichts damit zu tun hat, ob er links ist oder rechts. Als die Grünen anfingen in den 80er Jahren und damals noch Alternative Liste hießen oder so, da haben sich auch viele CSU-Leute abgespalten von der CSU und da auch mitgemacht. Also es gab auch die rechten Grünen, die dann aber sehr selten wurden. Aber inzwischen sind die Grünen auch so eine etablierte Volvo-Partei geworden. Also wie dem auch sei. Ihr könnt euch das durchlesen, was der Pénétré da zu sagen hat, was man tun kann, wenn man nicht einschlafen kann und was das links und rechts bedeutet. Und dann, heute lade ich noch hoch, das erste Gespräch aus dem dritten Teil, des Buches mit dem Titel Das menschliche Bewusstsein. Ich lese das mal vor. Zunächst beginnt der Kater Pénétré. Stell dir einen Hund vor, der seinem Herrchen lange Jahre beim Schachspielen zugeguckt hat. Eines Tages setzt er sich vor das Brett und bewegt eine der Figuren, so wie er es bei seinem Herrchen immer gesehen hat. Sein Herrchen ist total überrascht und macht seinerseits einen Zug, so als würde der Hund tatsächlich die Regeln kennen, worauf der Hund wiederum die Pfote ausstreckt und eine Figur bewegt. Und der Mittelschüler sagt: Das ist ja süß. Ich wünschte, uns wäre auch so ein braver Hund zugelaufen und nicht eine Katze, die so merkwürdige Dinge erzählt wie du. Woraufhin der Pénétré, der gemeint ist, erwidert: Könnte es nicht sein, dass ihr Menschen, genauso wie dieser Hund, in der Illusion lebt, den Sinn eures Tuns zu verstehen, obwohl ihr in Wirklichkeit gar nichts versteht? Der Mittelschüler: Mir ist es tatsächlich schon vorgekommen, dass ich geglaubt hatte, etwas zu verstehen, nur um hinterher festzustellen, dass ich es doch nicht verstand. Und der Kater sagt: Das meine ich nicht. Ich meine, dass die Menschheit als Ganze einem Missverständnis aufsitzt. Zum Beispiel der Glaube, dass die Menschen und Hunde sich unterscheiden, dass sich die Erde um die Sonne dreht, dass alle materiellen Dinge eine Anziehungskraft aufeinander ausüben. Könnte es nicht sein, dass das alles ein Irrtum ist? So wie sich der Hund täuscht, wenn er glaubt, dass Schachspielen bedeutet, einfach nur die Figuren mit der Pfote zu bewegen. So täuschen sich vielleicht auch die Menschen grundsätzlich über die Bedeutung ihres Tuns. Daraufhin der Mittelschüler: Beim Hund ist es der Mensch, der den Irrtum erkennt. Aber wer würde es erkennen, wenn sich die ganze Menschheit im Irrtum befindet? Und Pénétré sagt: Keiner. Und selbst wenn es jemanden gäbe, der es erkennt, ihr Menschen würdet davon nichts mitbekommen. Genauso wie der Hund es nicht bemerkt, dass der Mensch seinen Irrtum durchschaut. Deshalb kannst du dir auch nicht sicher sein, ob wir Katzen euch Menschen in Wirklichkeit nicht schon längst durchschaut haben. Von den drei Gesprächen, die ich heute hochladen werde, wobei ich noch nicht weiß, ob das heute sein wird. Heute ist hier in Osaka der 31. März, aber ich habe noch kein Internet hier in Osaka. Also es kann ein paar Tage dauern. Oder ich gehe in einen Convenience Store, da habe ich dann Internet und da kann ich das hochladen.
Wie dem auch sei, von den drei Gesprächen, die man dann auf der Antalya Homepage finden kann, wenn dieses Video online ist, erscheint mir dieses letzte Gespräch das philosophisch interessanteste. Der Hund bewegt die Figuren mit seiner Pfote, so als könnte er Schach spielen. Wobei es in diesem Fall wohl so ist, dass der Hund nicht nur die Regeln nicht wirklich versteht, sondern dass er die Schachspielen auch nicht nach den Regeln bewegt. Das heißt, das Herrchen ist zwar überrascht, als der Hund da die Figuren bewegt, aber er merkt dann schon, der Hund glaubt, Schachspielen bedeutet nur, Figuren mit der Pfote zu bewegen, aber der weiß nicht, wie man den Läufer im Gegensatz zum Turm bewegt. Und er kennt auch nicht die Rochade. Und er weiß nicht, dass es darum geht, den gegnerischen König matt zu setzen. Das heißt, für das Herrchen ist es ganz klar, dass der Hund ja, ihn nur imitiert, ohne die Regeln zu verstehen. Und dann die Frage vom Pénétré, es könnte es nicht auch sein, dass wir Menschen unser Leben genauso leben. Also wir stehen morgens auf, duschen uns, rasieren uns, ziehen uns was Ordentliches an, gehen zur Arbeit. Begrüßen unsere Arbeitskollegen, fahren dann wieder nach Hause, schalten den Fernseher an. Wenn es Wahlen gibt, gehen wir wählen. Irgendwann heiraten wir vielleicht, bekommen Kinder, erziehen die. Und wir glauben, dass wir ja wissen, warum wir das machen. Irgendwann, wenn wir Kinder haben und die wachsen dann auf, fragen die uns dann immer, warum, warum, warum. Und als Erwachsene bemühen wir uns dann, so gut es geht, Antworten auf diese Fragen der Kinder zu geben. Aber könnte es nicht sein, dass wir uns nur einbilden, zu wissen, warum wir all das machen, was wir machen. Beziehungsweise oft erinnern uns die Kinder auch daran, dass wir eigentlich gar nicht verstehen, warum wir das so machen, was wir da so machen. Beziehungsweise die Beispiele, die Pénétré hier nennt, sind ja der Glaube, dass Menschen und Hunde sich unterscheiden. Vielleicht ist das ein Irrglaube. Oder ja, was Kepler entdeckt hat, dass sich nicht die Sonne um die Erde dreht, sondern die Erde um die Sonne dreht. Könnte es nicht sein, dass das auch ein Irrtum ist? Oder dass alle materiellen Dinge eine Anziehungskraft aufeinander ausüben? Newton. Könnte es nicht sein, dass sich Newton getäuscht hat und wir alle nur diesem Irrglauben aufgesessen sind? Später im dritten Teil des Buches behauptet Pénétré dann auch, dass die Erde nicht rund sei. Das ist auch nur ein Irrtum, behauptet er. Oder er sagt, der Wal ist ein Fisch. Wir lernen alle irgendwann mal als Kinder, dass der Wal kein Fisch ist, sondern ein Säugetier. Pénétré behauptet auch, das ist nur ein Irrglaube. Eine interessante Frage. Persönlich finde ich allerdings, dass eine noch interessantere philosophische Frage entsteht, wenn man annimmt, dass der Hund nicht nur mit der Pfote irgendwie die Figuren bewegt, sondern er hat seinem Herrchen das Schachspiel so genau abgeguckt, dass er tatsächlich den Läufer immer diagonal bewegt und den Turm geradeaus. Und den Bauern
ein Feld vorwärts oder am Anfang auch zwei und wenn er schlagen will, ein Feld diagonal. Und er weiß auch, wenn man eine Rochade machen kann. Und es gelingt ihm dann sogar am Ende sein Herrchen schachmatt zu setzen. Und all das hat der Hund vermutlich seinem Herrchen nur abgeguckt. Würde man in diesem Fall trotzdem sagen, dass er es nur abgeguckt hat und das Schachspiel in Wirklichkeit versteht? Oder müsste man in diesem Fall schon sagen, dass der Hund das Schachspiel tatsächlich versteht? Es gibt in der Philosophie ein Problem, ich glaube, das heißt im Deutschen das chinesische Zimmer. Ihr könnt das wahrscheinlich auch bei Wikipedia nachlesen, wenn ihr euch das nicht sagt, das chinesische Zimmer. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, das ist also ein großer Raum, ein großes Zimmer. Und da ist ein Schlitz in der Tür und da werden so chinesische Worte durchgesteckt, chinesische Schriftzeichen. Und da die Leute, das sind vielleicht mehrere Leute in dem Raum, vielleicht auch nur einer, wenn immer einer so einen Zettel entgegennimmt, dann geht er ins Regal und guckt dann nach dem entsprechenden Schriftzeichen. Und wenn er es gefunden hat, dann holt er da eine Karte raus. Und auf der Karte steht dann das entsprechende englische Wort. Und das steckt dann wieder aus dem Schlitz, durch den Schlitz durch. Und das wird dann draußen entgegengenommen. Das heißt, dieser Raum hat die Funktion eines, ja, Übersetzers vom Chinesischen ins Englische. Auf jedes chinesische Wort kommt immer genau das richtige englische Wort. Kann man jetzt behaupten oder sagen, dass der Raum, dieses chinesische Zimmer, Chinesisch versteht? Und ja, spontan ist die Antwort natürlich ein klares Nein. Nein, dass das Zimmer versteht kein Chinesisch und auch die Leute in dem Zimmer verstehen kein Chinesisch. Die gehen ja nur mit dem Zettel zum Regal und holen da das Englische raus und stecken das wieder durch den Schlitz in der Tür durch. Der Raum versteht kein Chinesisch. Wie ist es mit einem Schachcomputer? Ein Schachcomputer, der so gut programmiert ist, dass er ja jeden Menschen besiegen kann. Müsste man in dem Fall von dem Schachcomputer nicht sagen, dass er das Schach versteht? Dass er die Regeln versteht. Andererseits sträuben wir uns, glaube ich, dagegen, zumal die meisten von uns wahrscheinlich davon ausgehen, dass ein Schachcomputer kein Bewusstsein hat. Wie kann man behaupten, dass der Schachcomputer das Spiel versteht, wenn er kein Bewusstsein hat? Andererseits die Frage ist ja, wird es einen Unterschied machen, wenn er Bewusstsein hat? Zum Beispiel im Fall von dem Hund. Der Hund hat Bewusstsein, aber wenn er die Figuren tatsächlich immer nur so bewegt, wie er sein Herrchen sie bewegt hat, bewegen sehen, und selbst wenn er das so gut kann, angenommen, er hat lange Jahre einen Schachweltmeister
zugeguckt und der Schachweltmeister ist inzwischen verstorben, aber der Hund hat so genau zugeguckt, dass er jetzt der beste Schachspieler der Welt ist. Trotzdem ist da, glaube ich, immer noch ein Teil von uns, der sagen würde, nein, nein, der versteht trotzdem das Schachspiel nicht. Der hat halt gut zugeguckt und ist ein guter Imitator. Ist aber so wie ein Papagei, der nicht nur gelernt hat, guten Tag oder auf Wiedersehen zu sagen, sondern ein Papagei, der so viel aufgeschnappt hat, dass er sich mit einem Menschen durchaus für eine Stunde oder zwei unterhalten kann und auf jeden Satz, der ihn gesagt hat, auch eine passende Antwort hat, die Sinn zu machen scheint. Trotzdem, wenn es ein Papagei ist, würde sich wahrscheinlich etwas in uns sträuben zu sagen, der versteht wirklich unsere Sprache. Wir würden wahrscheinlich trotzdem noch glauben, ja, nee, der hat halt sehr, sehr viel gelernt. Und naja, die philosophisch interessante Frage ist ja, aber was ist dann überhaupt der Unterschied zwischen eine Sprache verstehen und nur auswendig gelernt haben, was man in einer bestimmten Situation zu sagen hat? Oder was ist der Unterschied zwischen Schachspielen verstehen und einfach nur auswendig gelernt zu haben, welchen Zug man in welcher Situation machen muss, beziehungsweise so wie ein Computer optimal zu rechnen. Was ist immer das Optimum? Und das bringt einen dann natürlich auch zu der Frage, wenn ein Computer besser Schach spielen kann als ein Mensch und vielleicht in der nahen Zukunft Computer auch besser übersetzen können als Menschen und Computer auf ganz natürlicher Weise sich unterhalten können mit Menschen. Frage 1 ist, müssen wir dann davon ausgehen, dass diese Computer ein Bewusstsein haben? Denn es fehlt ihnen dann ja eigentlich irgendwie nichts außer dem menschlichen Körper. Aber die wenigsten von uns werden denken, dass wir ein Bewusstsein haben, weil wir einen menschlichen Körper haben. Andererseits, das ist dann die zweite Frage, wieso glauben wir eigentlich, dass man ein Bewusstsein braucht, um eine Sprache wirklich zu verstehen oder um das Schachspielen zu verstehen, während sich doch andererseits der philosophische Standpunkt durchgesetzt hat, dass wir sowieso keinen freien Willen haben, das heißt, dass wir eigentlich gar kein Bewusstsein brauchen oder es zumindest nicht klar ist, warum wir überhaupt ein Bewusstsein haben. Wir brauchen kein Bewusstsein, um freie Entscheidungen zu treffen, denn laut dem philosophischen Mainstream, es gibt ja keine freien Entscheidungen. Warum brauchen wir dann ein Bewusstsein, um eine Sprache zu verstehen oder um Schach zu spielen. Auch dafür bräuchte es, glaube ich, kein Bewusstsein.
Also, naja, das sogenannte harte Problem des Bewusstseins. Warum gibt es das überhaupt, dieses Bewusstsein? Okay, so viel für heute. Ich melde mich wieder aus Osaka und so wie auch beim 15. Teil von Penetré werde ich jetzt die folgenden Teile nur noch auf meinem persönlichen YouTube-Account hochladen. Also wer dieses Video gefunden hat, der kennt den Account. Ich hoffe, ihr bleibt mir treu. Ich werde ja Stück für Stück weitermachen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit heute und tschüss.